Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gaming News. Ich bin Rektadin und ihr schaut Weebly Games for You. Wir beginnen mit den Veröffentlichungsterminen der kommenden Woche. Am Freitag kommt Akibas Trip für die PS4. Das war es. Kommen wir zu den eigentlichen News der vergangenen Woche. Auf der Taipei Game Show wurde Metal Gear Rising 2 offiziell geteasert. Nintendo hat das YouTube Creator Programm näher vorgestellt und akzeptiert ab sofort Anmeldungen. Ihr könnt entweder euren Channel anmelden und erhalte 70% der Einnahmen oder einzelne Videos und erhalte 60% der Einnahmen. Nun könnte man sagen, das ist eine coole Sache, ich sage, das ist es nicht. A. Weshalb erhalten einzelne Videos nur 60%? B. Wieso sollte jemand seinen ganzen Kanal anmelden, denn Nintendo erhält 30% von jedem Video, auch wenn es nicht von Nintendo ist? C. Selbst reine Nintendo-Kanäle haben Probleme. Denn neueste Spiele und oder die Smash Bros. Pokémon Spiele sind von Anfang an nicht dabei. D. Videos müssen von Nintendo geprüft werden, darunter könnte die freie Meinung leiden. E. Im gleichen Atemzug müsste jemand, der ein Review über einen Nintendo-Titel macht, zwischen 30 und 40% an Nintendo zahlen. F. Nintendo kann die Auszahlungsverteilung jederzeit ändern. Ich frage mich, was ist das für ein Vertrag, in dem eine Partei die Konditionen jederzeit ändern kann? Zum Vergleich, Microsoft, die früher grundsätzlich gegen eine Monetarisierung ihrer Spiele waren, hat erst Ende letzten Jahres die Politik komplett geändert und erlaubt die Monetarisierung mit minimalsten Einschränkungen, wenn wir von Nintendo sprechen. Der Nintendo 3DS wurde bis heute über 50 Millionen Mal verkauft und Nintendo bleibt in der Gewinnzone. Im Vergleich, die Wii U ist nun die offiziell am langsamsten verkaufte Konsole von Nintendo ever. Damit kommen wir aber bereits zum Ende der heutigen Ausgabe. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen und wünsche euch einen entspannten Sonntag.